Oder wartet mal, wartet mal, wartet mal. Jetzt werde ich mal exzentrisch. Oha. Geht in Deckung. Lauft. Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Das ist es, wovor ich Angst habe. Alter. Was denn? Was glaubst du? Was willst du mir schon wieder andichten für Sauereien, hä? Nur die schlimmsten, sollte dir klar sein. Ja, du mich auch. Mal schauen, wie das am Ende aussieht. So, zack. Frau Hansen! Okay. Jetzt hast du mich dran gekriegt. Wie macht man einen Rich Harriet kaputt? Jetzt hast du mich dran gekriegt. Guten Tag, ich bin da. Nicht, darf ich reinkommen oder störe ich? Oh Mann. Ja, ja. Jetzt sei nichts von Jugendsünden. Das sind keine Jugendsünden. Nö, das ist Kult. Da schauen wir uns doch heutzutage noch an. Das ist keine Jugendsünde, das ist Kult. Das gehört dazu. Ja, aber ob das wirklich so die jüngeren Zuschauer wirklich noch richtig kennen? Nun. Also, schreibt's in die Kommentare! Ja, genau. Schreibt's in die Kommentare, wenn wir wissen, worüber wir geredet haben. So, was fehlt noch? Was fehlt noch? Ich meine, das ist ja, ist ja immer so eine Sache, ne? Jetzt, kann das ja. Es können theoretisch Generationen. Kann sein, es muss nicht. Genau, es kann ja hier theoretisch Generationen von Kiddy bis Senior zugucken, ne? Man weiß es nie. Richtig. Es sitzen ja auch ab und zu Senioren vor dem Mikro. Hey, komm. Nur weil du über ein Vierteljahrhundert alt bist, noch kein Senior. Das kannst du so jetzt nicht durch. Kannst du jetzt so aber nicht durchdrücken. Ja, aber ich bin aber auch keine 12,5 mehr. Nee, du bist schon 14. Du weißt doch, tagesformabhängig. Zwischen 3 und angewissener Keks und Methusalem. Ja. So. Hä? So, Puff in Braunschweig steht. Puff in wo? Braunschweig. Braunschweig? Das ist auf Braunschweig. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, weil man das wahrscheinlich mir dann andichtet am Ende. Braunschweig, Bruchstraße, war wohl früher sehr bekannt dafür. Mein alter Herr war dort in der Kaserne stationiert. Mehr brauche ich nicht sagen. Ah, alles klar. Ich weiß Bescheid. Das ist genau. Ja, 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 ich kenn solche Straßenzüge. Wahrscheinlich auch aus Munster, ne? Wo? Woher? Ja, 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 genau. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ha, schön ist, dass die Orte doch relativ weit weg sind. Aber ich muss ja sagen, wo ich damals bei den Let's Plays von Gregor Onk, also sprich unseren lieben Gronk, erfahren habe, dass der im Ursprung aus Braunschweig kommt. Ja, haben wir auch, ne? Hab ich auch gedacht. Ja, den Ort, hey, den kennst du doch, da bist du schon oft genug gewesen. Ist ja direkt um die Ecke, quasi. Mehr oder weniger. Ja, also jetzt können sie auf der Karten gucken, was könnte um die Ecke sein, was könnte um die Ecke sein. Die Frage ist dabei aber dann eher, was definieren wir als um die Ecke? Richtig. So, das Häuschen steht auch. Wie viele Türen haben wir denn jetzt hier, wenn ich nur von den Außentüren ausgehe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, komm schon. Golem, wo bist du? Nicht da, wo du sie haben willst. Nee, das sehe ich. Weiß nicht, wollen wir Freilauf-Dorfbewohner daraus machen oder wollen wir es weiter in Käfighaltung haben? Also in ihrem Dörfchen sollen sie schon frei laufen können, aber außerhalb nicht. Also theoretisch könnten sie sogar aus dem Dörfchen hier noch raus. Aber ich weiß nicht, ob ich hier eine Doppeltür hinsetze. Sehe, glaube ich. Ach komm. Ich hoffe mal nicht, dass die durchs Wasser abhauen. Verdammt, mir fehlt wieder ein Klötzchen Holz. So, welchen Baum fällen wir mal?
rudimentäres Räumchen gebastelt hier. Das überhaupt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schlückchen Tee in Ehren, Konkoiner verwehren. Jo, das marokkanische Minze, lecker. So, hoppala und. Jam, 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 jam. Nee. So. Wurde da noch etwas anstandshafter erzogen. Willst du sagen, ich habe keinen Anstand? Soll ich das jetzt wirklich ausführen? Ach. Bist du dir sicher, dass du das möchtest? Also ich weiß, dass ich tendenziell Manieren habe und gut erzogen wurde. Zumindest von meiner Mutter. Tendenziell Manieren haben. Man beachte bitte die die Finesse dieser Aussprache. Ja, nu. Gekonnt ist eben gekonnt. Ja. Und ich sag mal so, wenn man sowas im LP, das ist ja wirklich, ich glaube, jeder merkt, dass das aus Jux und Dollerei mit Absicht ist. Ja, natürlich. Und ob man eben meinen Tee trinken wirklich gehört hat, kann ich leider noch nicht beurteilen, da ich noch nicht reingehört habe. Und wahrscheinlich auch nicht dran denken werde, in der Stelle reinzuhören. Ja, du machst ja nur dieses gucken, jo, passt, gut. Ja, das ist aber sehr produktiv. Ja, ich weiß, im Gegensatz zu mir, der sich dann wirklich die Arbeit macht, das komplett nochmal einen kompletten Rewatch macht. Ja, um auch das kann gehen, dass ich alles mir, passt. Ja, was ich mir nicht wirklich antun kann irgendwie. Ich kann mir nicht selbst zuhören. Doch, ich finde das recht lustig, deswegen sind ja auch manchmal solche kleinen Edit-Kommentare in meinen Folgen drinne. Wo ich mir dann selbst. Ja. Wo er wahrscheinlich die ganze Zeit über mich herzieht. Nein, das sind meistens mehr so eigenkritische Kommentare. So. Hunger! Was? Hunger! Bin kurz vorm Verschmachten. Naja, zwei Hungerbalken sind weg. Jam, 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 jam. Sammelst du auch mal auf? Ein Wunder, dass er nicht noch ein Fressnapf hier hingebaut hat extra. Du bringst mich auf Ideen. Ich weiß. Na, ihr beiden, wollt ihr in euer Liebesnest einziehen? Oh Gott. Ich laufe. Es wird mir jetzt definitiv zu warm hier. Hast recht, draußen ist frischere Luft. Ich glaube, ich nehme nehm zur Abkühlung ein Lavabad. Warum ist noch was Wichtiges? So. Das Holz. Wie viel Holz haben wir noch? Das Holz. Machen wir das mal. Machen wir den da mal. Machen wir da mal. 1, 2, 3. Das heißt. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. So, ja, der kommt von die Seite. Zack. Hoppala. Ha, ist das erfrischend. So, und jetzt, wir haben ja wieder tonnenweise Eisen. Mache ich das mit Eisen oder mache ich da einen Zycraft-Tank? Hoch, nicht ertrinken! Und schwimmen! Das wäre jetzt eine gute Frage. Okay, ich glaube. Jetzt machen wir das. Ich mache dann Zycraft Tank von. Das stimmt nicht schlecht aus. Das war mal wieder ein Fail! Let's fail, Vize Beast! Yeah! Naja, zumindest habe ich hier noch nichts gesprengt. Ich setze mich irgendwann doch noch mit dem Bot auseinander und dann baue ich irgendwas ganz Tolles. Gib's zu, du hast gespannt. Mehr Angst davor, dass ich wirklich mal anfange, hier was zu bauen, was dann schief gehen könnte, oder? Glaube ich, sperre in der Config die Atomreaktoren. Für eine strahlende Zukunft. Okami-Tech. Ja, genau das ist meine Befürchtung. Genau
Das ist meine Befürchtung. Machen wir mal so. So, dann machen wir mal so. Okay. So weit wollen wir nicht. Platzmangel. Zack. Wir erstmal brauche ich so. Nicht, aber egal, jetzt haben wir sie. Und zack. Und ja, bitte, geh doch. Irgendwo höre ich ein Skelett. Wo bist du? Hello? Anybody? Oh Gott, jetzt auch noch Gravel. Was denn noch alles? Also irgendwo höre ich hier jemanden mit den Knochen klampern, aber ich finde ihn nicht. Egal. Solange es einen knochigen Hintern hier aus unserem Dorf hält, ist alles in Ordnung. Ach ja. Ja, Fackeln könnten wir mal wieder ein paar bauen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Yeah! So, was machen wir da oben drauf Schönes? Zack, zack, zack. Das sollte ausreichen. Schauen wir mal, ob es reicht. Bessere Frage. Schauen wir mal, ob ich drankomme. Hupa. Ja! So. Ich weiß, technisch gesehen müsste ich für den Cycraft-Tank vernünftigerweise auch noch die Ecken ausbauen, aber ganz ehrlich, das ist nur, dass man im Notfall erkennt, dass hier was ist und nicht direkt reingräbt. Was glaubst du, gehen die Dorfbewohner schwimmen? Na, ich glaube eher weniger, ne? Unwahrscheinlich, aber möglich, würde ich sagen. Ja, aber man kann es halt nicht gegen alles absichern hier. Gegen die eigene Dummheit von den Dorfleutchen kann man nun auch nichts tun. Doch, allerdings müssten wir dafür die Insel nachbauen. Stimmt, ich hätte auch mitten im Meer ein Dorf bauen können, so ein bisschen vor unserer kleinen Küste hier. Und das zum Alcatraz ausbauen. Ja. So. Sehr, sehr schön. Verdammte Elle, wo ist dieses Knochengelenk? Bist du? Da war die Stonebricks alle. Seht ihr das, was ich sehe? Ja, ich weiß, du nicht, aber ich wollte gerade sagen, ich nicht. Wie zum Teufel kommst du hier in das Haus hinein? Was ist da? Ein Skelett. Reingegangen? So. In ein geschlossenes Haus. Na, dann kontrolliere aber nochmal, ob das Lichtlevel passt. Also, ich mache mal die zwei Fackeln, die ich gerade gesetzt habe, weg. Lichtlevel 8, 9, 10 und höher. Kein 7er. Das wäre natürlich auch eine richtig miese Aktion, wenn sie da irgendwann mal auf den Trichter kommen würden. So, wir setzen jetzt mal das Lichtlevel, in dem Monster spawnen können, einen Punkt höher. Man hätten dann viele Minecraft-Spieler Spaß an der Sache. Oh ja. Ich glaube, da würde es auch einen kleinen Rage geben. Nimm bei, das Skelett war bei Familie Phallus im Gebäude. Ich bin mit dem Namen immer noch nicht einverstanden. Aber ja, okay. Namensvorschläge sind ja willkommen. Irgendwo hatte ich hier doch... Ja, genau. Da habe ich doch direkt so. Noch zwei Verbs. Item brauche ich nicht, Wasser brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Was ich jetzt noch brauche, ist ein bisschen Eisen. Glas müsste ich eigentlich... Nee. Wieso habe ich kein... Achso. Ich werde nichtmals beachtet. Schnief.
Das ist böse.